So, gerade frisch von der Aufnahme von Safe Internet und ich habe mich jetzt gerade noch ein bisschen dazu entschieden, also ich werde jetzt noch mal zwei weitere kleine Videos online auf, also fürs Online, what? Aufnehmen für online stellen. Und zwar will ich mal bei Project Brutality jetzt und das nächste Video dann für Brutal Doom mal ein bisschen Waffenshowcast machen. So mal, weil viele Waffen benutze ich selber in meinen Let's Plays nicht und vielleicht sind da manchmal interessiert, wie da so die Waffen so aussehen, funktionieren. Gerade bei Project Brutality gibt es eine ganze Menge sehr schicke Waffen. Ja, und deswegen will ich da mal ein bisschen rumsplashen. So, erstmal gucken, ob mit die Audio alles stimmt. Ja. Zum Cheaten bei Brutal Doom, also bei Project Brutality, muss man ja ja, erstmal das Cheaten freischalten, sage ich jetzt mal. Das geht hier rüber. Und jetzt kann man starten, weil im Spiel nachträglich kann man es nicht mehr verändern. Man muss also diesen Wert setzen, bevor man ein Spiel startet. So. Holla, die Waldfee braucht ja lange. Okay. Jetzt sind wir drinnen. Jetzt können wir uns in den God-Mode versetzen. Und uns alles geben, was es so gibt. Perfekt. Okay. Ja, ich sag mal so. Ich werde die Waffen einfach praktisch von der Einfachheit her bis zu dem, ich sag jetzt mal, abstraktesten durchgehen lassen. Als Fläche nämlich werde ich das hier dafür verwenden. Hier ist so schön freie Fläche. So, okay, also zuallererst Kettensäge. Da hat man jetzt, so, die anderen wollen mich alle nicht sehen. Erstellen wir uns mal ein paar Viecher. So, was nehmen wir denn da? Machen wir es ganz plötzlich. Ims. Ims wird immer gut. So, da haben wir primär ist bei mir die linke Maustaste und sekundär bei mir die rechte Maustaste. Also primär haben wir klassisch und haben auch schon den ersten Fehler. Das passiert sehr gerne. Ja, wenn sowas passiert, das ist bei der Kettensäge, ich weiß nicht, woran das liegt, ist hängt sich wahrscheinlich in der Map fest. Ich weiß auch nicht, ob man das korrigieren kann. Ja, kann man. So. Das hat man gerne mal, wie gesagt, mit der Kettensäge oder mit anderen Sachen, die jetzt, Quatsch. Die jetzt so dieses Treten oder sowas angehen. Da kommen halt solche Fehler gerne mal. Ja. So, das war wie gesagt die primäre An der primäre Angriff. Sekundär hat man praktisch ja in Position halten, solange bis man dran ist und dann loslassen. Voilà. Das ist dann der sekundäre Angriff von der Kettensäge. Ansonsten die nächste Waffe ist dann die gute alte ja Beil. Wenn man es denn findet, das kriegt man vor allen Dingen von diesen weißen Typen, die da so auf Doktor tun. Hier hat man auch wieder Primär und Sekundär. Bei dem Primär, da hackt man praktisch einfach nur rum. Ganz schön buggy heute. Ja, wie gesagt, linke Maustaste ist halt, solange wie man drückt, spannt man sie praktisch an. Und wenn man loslässt, hackt man zu. Oder wenn man halt kurz drückt, dann hackt man halt gleich zu. So, und Sekundär ist hier etwas anders. Bei Sekundär auch wieder mit gedrückt halten. Und wenn man jetzt aber die Taste loslässt, dann wirft man das Ding. Das war schon mal daneben. Tada! Das ist dann die sekundäre Waffe. Danach muss man das Beil halt immer wieder aufsammeln. Wie man ja wahrscheinlich gerade schon gesehen hat. Und das war praktisch alles von der Waffe. Ist natürlich genauso wie die Kettensäge und die Hand. Komplett ohne Ammunition. Dafür habe halt komplett Nahkampf. So, dann geht zur nächsten Waffe, die erste Nahkampfwaffe. Das ist praktisch eine Spezialwaffe, die findet man bei den Wolfenstein-Maps.
Die kriegt man also so in den normalen Levels nicht. Da ist linke Maustaste ganz normal feuern. Und die rechte Maustaste ist dann praktisch wie bei den meisten Schusswaffen anvisieren. Einmal klicken zum Aktivieren und nochmal klicken, um wieder in den normalen Modus zu gehen. So, man muss sie also nicht gedrückt halten. Und ja, sollte man halt anvisiert hat, kann man dann halt schön wegschießen. Ansonsten ist gibt es halt noch diese Nachladeoption. Die ist jetzt bei mir die mittlere Maustaste, also das Scrollrad. Müsst ihr aber manuell einstellen, weil es ist halt immer ein bisschen anders. Und bei Project Brutality zum Beispiel ist die Funktion meistens hier unten und standardmäßig ist Nachladen aber auf diese Funktion gelegt. Die nutzt aber Project Brutality nicht, halt also normalerweise könnt ihr nicht nachladen. Wenn ihr also schießt, müsst ihr warten, bis leer ist und automatisch nachgeladen wird. Wenn ihr manuell nachladen wollt, wie gesagt, müsst ihr erstmal eure Tastatureinstellungen ändern und hier unten die Taste vergeben. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt die mittlere Maustaste und dann kann man halt manuell nachladen. Klassisch. So, die nächste Waffe ist dann auch wieder eine Waffe, die eher schwer zugänglich ist. Beziehungsweise wir halten uns mal an der richtigen Reihenfolge. So, fangen wir mal von der Seite an. Ist die klassische. So, damit haben wir also erstmal unsere Pistole. Ist so die Standardwaffe. Man sieht, da muss man ein paar Mal mehr schießen. Diese Waffe kann man auch beidseitig benutzen. Wenn man also normal benutzt, dann ist wie gesagt linke Maustaste ganz normal schießen. Und die rechte Maustaste ist Schalldämpfer aufsetzen, denn hier fährt man praktisch ohne, dass andere Monster auf einem aufmerksam werden. Wieder rechte Maustaste ist in den normalen Modus wechseln. So, wenn man jetzt beidseitig trägt, dann hat man dieses mit dem Schalldämpfer nicht mehr, sondern dann ist quasi jede Maustaste eine Waffe. Halt also die linke Maustaste ist links und die rechte Maustaste ist rechts. Man kann auch beide gleichzeitig drücken. So, dann die nächste Waffe ist der sogenannte Revolver. Den findet man relativ selten, ist also quasi auch fast eine Spezialwaffe. Gibt es allerdings auch in normalen Maps, nur halt wie gesagt sehr, sehr selten. Auch die kann man dualseitig nehmen. Was habe ich geschrieben? Geht das nicht. Hä? Was habe ich denn so hingeschrieben gehabt? Da hätte ich doch das gleiche geschrieben, oder nicht? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ach nee, hat er doch angenommen. Na gut, okay. Also, wie gesagt, die ist auch zweithändig. Sieht ein bisschen, die Textur sieht ein Unglück aus, aber gut. Hier ist links, also Primärfeuer, ist praktisch das normale Schießen. Die hat wesentlich mehr Wumms als die normale Pistole. Und Rechtsschießen ist praktisch Schnellschießen. Allerdings auch wieder alles Einzelschuss. Halt also, um rechts schnell zu schießen, müsst ihr auch schnell hintereinander die Maustaste, also die rechte Maustaste drücken. So, wie gesagt, die Waffe hat extrem viel Wumms. Bei einem Imp zum Beispiel reicht in der Regel ein Schuss aus und der Imp ist weg. Nochmal zum Vergleich. Bei einer normalen Waffe, suche normale Waffe, da braucht man mehrere Schüsse. Habt ihr gesehen, 5 Stück, alleine um einen Imp zu besiegen. Der Revolver hat da halt schon wesentlich mehr. Wie gesagt, auch den kann man wieder beidhändig tragen und auch da gilt wieder dann linke Maustaste linke Waffe, rechte Maustaste rechte Waffe. So, da gibt es dann also kein Schnellfeuer mehr. Achso, und natürlich auch wieder beide gleichzeitig geht natürlich auch. So, dann die nächste Waffe ist dann, ja, sieht aus wie eine AK-47, heißt natürlich anders. Und sieht auch nicht genau gleich aus wie eine AK-47. Soll also einfach nur
Ja, ich weiß nicht, worauf der Kanaschnikow darstellen soll. Es ist auf jeden Fall ein Sturmgewehr. Die nutzt die gleiche Munition wie die Pistolen. Das seht ihr übrigens immer hier unten. Also wenn ich jetzt nicht extra erwähne, immer hier unten gucken. Hat halt Schnellfeuer. Mit Sekundär wieder ranvisieren. Und mal Magazin wechseln, ganz klar. Ist allerdings die erste Waffe mit verschiedenen Modis. Und zwar habt ihr halt einmal klassisch und einmal, habt ihr schon gesehen, mit Laserpointern. Sieht man halt nachts sehr gut. Ansonsten jetzt soweit, ansonsten nichts Besonderes. Ja, wofür diese Waffe speziell gut ist, erzähle ich dann gleich. Nächste Waffe ist dann jetzt erstmal die aus der Schrot-Serie. Ihr seht auch hier, wir sind jetzt hier im nächsten, ich sag jetzt mal Segment, und benutzen jetzt die Schrotmunition. So, da ist das hier die Standard-Schrot. Die bekommt man auch relativ schnell, wie hier da. Da ist Primärfeuer halt einfach abschießen. Sekundär habt ihr wieder den Visier und klassisch nachladen. Wenn man sehr viel verschossen hat, dann braucht das Nachladen auch entsprechend länger. Sollte man immer beachten, gerade wenn man jetzt viele Gegner vor sich hat, dann erstmal nachladen, vielleicht nicht ganz so gut, dann doch lieber erstmal die Waffe wechseln. Und damit kommen wir dann auch schon zur nächsten Waffe. Und zwar wäre das denn die hier. Allerdings würde ich vorher nochmal bei der zeigen, die hat mehrere verschiedene Modis. Und zwar muss man dazu historisch ein bisschen zurückgehen. Jetzt in der Realität, meine ich jetzt. Und zwar gab es ja bisher nicht immer nur Schrotwaffen, sondern es gab es ja damals auch, dass man mit einem Schrotgewehr normale Kugeln verschießen konnte. Das kann man hier auch, indem man, wie gesagt, diesen Modi wechselt. Das sieht man denn hier unten. Ich weiß nicht, ob man hier mein Mauszeiger überhaupt sieht. Hier sieht man Blackshot. Buckshot, wie auch immer man das ausspricht. Ja, irgendwie so. Ich lese da mal Blackshot. Na gut. Auf jeden Fall das, was da steht, dieses Buckshot. Das ist wie gesagt die normale Schrot. Sieht man hier auch schön, sehr schön. Bam. Hat man mehrere kleine Kugeln. So, das ist das normale Schrotgewehr. Wenn man jetzt die Modi wechselt, dann steht da Slug. Und Slug ist praktisch einfach nur, es hört sich auch anders an. Eine Kugel, die hat dafür wesentlich mehr Durchschlagskraft. Allerdings hat man dadurch natürlich auch wieder kein Streu. So, später kommt dann noch ein Modi hinzu. Den werde ich dann erzählen, wenn es soweit ist. Also erklären. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zur nächsten Waffe. Das ist die sogenannte Auto-Shotgun. Und wie der Name schon sagt, Auto, damit kann man nicht rumfahren, sondern schön viel Munition nacheinander verschießen. Und die Waffe kann man auch wieder beidhändig tragen. Da muss ich die mir auch wieder geben. Doppelt Auto-Shotgun. Danke. Und dann. Achso, ja, muss man sich mal schneller geben. Okay. Und schon, sobald man eine zweite gefunden hat, kann man wieder beidhändig tragen. Da ist dann wieder linke Taste, rechte Taste und beide Tasten. Ganz klassisch. Bei einer hat man allerdings beim Sekundär kein Anvisieren, sondern, ja, ich weiß nicht, wie sie es darstellen sollen, wahrscheinlich so eine Leuchtkugeln. Die machen aber auch ein Damage. Allerdings, wie gesagt, nicht allzu viel. Heißt also, zum Primärangriff ist das ungeeignet, sondern das ist, wie gesagt, dafür, wenn man so wie hier dunkle Räume hat, dann immer nachladen. Und dann kann man hier, sieht man ja, schön Licht. Also definitiv nicht schlecht. Ja. Das, wie gesagt, die Auto-Shotgun ist eine sehr starke Waffe. Allerdings verbraucht die auch, wie man sieht, ich meine, ich habe jetzt hier auf beiden Seiten 12 Kugeln. Also insgesamt 24 Schuss und jetzt guckt man, wie schnell das leer geht. Und jetzt braucht er fast genauso lange zum Nachladen oder wenn nicht sogar länger. Ja doch, siehst du, er braucht fast länger zum Nachladen. Und deswegen, beidhändig tragen, die Waffe, absoluter Overburner, allerdings sehr lange Nachladezeiten. Danke. Ja, dann kommen wir doch gleich zur nächsten Waffe. Das ist der Liebling von vielen. Das ist die sogenannte Super Shotgun.
Na, sieht man schon, doppelläufig. Und hier ist primär Feuer, praktisch dieses, eben so wie ich jetzt gerade geschossen habe, beide mit einmal. Die werden auch synchron abgeschossen. Und wenn man die Sekundärfeuer benutzt, dann wird praktisch eine Kugel nach dem anderen abgeschossen. Tada! Und jetzt kann man normalerweise, wenn man primär schießt, wird automatisch nachgeladen. Ich drücke also nicht die Nachladetaste. Das macht man automatisch, weil einfach Sinn macht, weil nach einem Schuss ist die Waffe gleich automatisch leer und dementsprechend wird halt dann gleich automatisch nachgeladen. Wenn man allerdings sekundär schießt, dann hat man noch eine Kugel im Lauf. Man könnte jetzt also nochmal schießen oder man kann jetzt manuell nachladen und jetzt kann man auch wieder primär schießen. Ansonsten, wenn man nur sekundär geschossen hat und dann jetzt gleich die primäre Taste drückt, dann wird halt auch einfach nur eine einzige Kugel abgeschossen. So, ja, ansonsten gibt es zu der nicht allzu viel zu sagen. Höchstens noch, dass die auch sehr badass ist. Und zwar nimmt man jetzt nicht überhaupt mit Auto-Shotgun, sondern Super-Shotgun, also SSG. Gibt es davon auch wieder zwei. Und jetzt, wer hätte gedacht? Aha. Und jetzt ist wieder links links und rechts rechts. Und jetzt muss man die Waffen auch manuell nachladen, warum auch immer. Und hier, man hätte gedacht, man kann natürlich auch beide gleichzeitig abschießen. Und das ist dann auch relativ heftig. Allerdings, auch wie man gerade wieder gesehen hat, kurzer Schuss und lange Nachladezeit. Also immer mit Vorsicht zu genießen. So, die nächste Waffe ist meine persönliche Lieblingswaffe. Das ist auch die Startwaffe, wenn man ein Spiel startet. New Game hat man hier am Anfang halt genau diese Waffe. Dementsprechend, ja, ich weiß nicht, ob jetzt genau deswegen, was schreibe ich denn hier? Genau. Ich weiß nicht, ob genau deswegen, aber auf jeden Fall ist das mal auch meine Lieblingswaffe. Die verschießt quasi, ja, ganz klassische Munition, also Gewehrmunition. Wie man hier unten sieht, sind wir nämlich jetzt praktisch auch im dritten Bereich. So, und hier im dritten Bereich kann man kann man halt erstmal 600 Schuss lagern. Das heißt also, das ist nicht die einzige Waffe, die diese Munition benutzt, sondern man hat einmal die Waffe und die Waffe, auf die ich später noch zu sprechen komme. Die kriegt man erst sehr spät, deswegen betrachte ich die jetzt dabei nicht. Aber man hat quasi drei Waffen, die ein und dasselbe Munitionsfach verwenden. Das heißt also, diese 600 Schuss sind sehr schnell leer. Und jetzt kommt nämlich die Waffe ins Spiel, weil die hat halt ein separates Munitionsfach und kann deswegen als sehr starke Backup-Waffe zu der genutzt werden. Der hier. Heißt also, man kann erstmal hier mit bis zu 600 Schuss abgeben und hat dann immer noch 400 Schuss von der. Das ist sehr nice und deswegen wirkt halt auch diese, ja, Kanaschlikor halt auch sehr gerne. So, und die Primärfeuer und Sekundärfeuer ist hier ran. Zoom hat allerdings ein Fadenkreuz, was sehr gut erkennbar ist. Und, wie könnte es auch anders sein, es leuchtet auch im Dunkeln. Gut, jetzt ist es gerade nicht allzu dunkel, aber dieses Fadenkreuz sieht man halt auch im Dunkeln. Ist also beleuchtet. Jo. Man kann also hiermit auch sehr weit schießen. Und dabei sehr gut aimen. Es ist jetzt natürlich keine Sniper, ganz klar. Aber schon mal um Gegner aus der Entfernung abzuschießen, reicht's aus. Definitiv. Diese Waffe kann man, wer hätte gedacht, auch wieder doppelseitig tragen. Allerdings kann man den nicht mehr ranzoomen. Sondern einfach nur Rambo-Style komplett durch die City rennen. Das hat Spaß gemacht. So. Nächste Waffe ist dann unsere liebe Auto-Shotgun. Quatsch. Unsere Minigun meine ich doch. Und die, Primärfeuer ist. Rambo-Style. Diese Waffe hat allerdings noch einen sehr brauchbaren, Sekundärfeuer. Und zwar ist das ja so, dass die Waffe ist ja jetzt im Ruhemodus. Wenn ich also drücke. Ich drücke jetzt
hat man das vielleicht im Video nicht so gesehen. Man hat praktisch ein Delay zwischen Klicken und wirklich Schießen. Das liegt daran, dass die Waffe halt erstmal andrehen muss. Wie gesagt, so fällt es sich auf. Aber gerade wenn man sehr schnell agieren muss, kann das schon der Moment sein, wo man dann von dem Gegner umgebracht wird. Und dementsprechend kann man praktisch die Sekundärtaste drücken und dann dreht die Waffe an, ohne dass man schießt. Einmal klicken zum Hochfahren und nochmal klicken zum Beenden. Ja, der Tunnel ein bisschen hinterher, warum auch immer. Wie gesagt, kann man das Ding einschalten, quasi den Motor davon. Und wenn man jetzt auf die Primärtaste drückt, schießt er auch wirklich sofort. Und deswegen, wenn man weiß, aha, man hat viele Gegner, dann kann man praktisch die Taste drücken, also die Sekundärtaste drücken zum Anspinnen, dann reinrennen und direkt hier los schießen. Macht natürlich mit Gegnern mehr Spaß, aber gut. Ja, so viel zur Minigun. Ansonsten, Nachladen hat die natürlich nicht, weil die bezieht ihre Munition direkt aus dem Hauptlager, sage ich jetzt mal. Ja, die nächste Waffe ist dann eine Waffe, von der ich nicht genau weiß, in welche Kategorie die passt. Ich nenne sie einfach mal die UAG-Waffe. UAG, einfach hier Firma, so heißt ja die Company von dem Spiel hier. Wo sieht man es? Nirgendwo? Egal. Ja, das ist eine sehr nette Waffe. Achso, übrigens, ich habe hier bei der Waffe noch was vergessen, und zwar die verschiedenen Modis. Die kann nämlich zum einen normal schießen und hat ansonsten aber halt nur dieses doppelseitige. Und die andere Waffe, die hier, hat ganz besondere Modis, und zwar hat die primär auch Normalfeuer, schießt etwas schneller als die andere, hat Rechtsklick, also Sekundärfeuer, halt auch einen Zoom, der gefühlt etwas weiter reinzoomt, hat aber ansonsten keine großen Unterschiede. Aber was die als sehr guten Unterschied zu der hier hat, ist, dass die noch andere Betriebsmodis hat. Wir sehen jetzt, die ist im sogenannten Auto-Shot-Mode, heißt also Automatik. Wenn man schießt, schießt man halt, bis der Arzt kommt. Sie kann aber auch Semi, das heißt also praktisch ein Schuss. Pro Schuss muss man einmal die linke Maustaste dementsprechend drücken und hat diesen 3-Schuss. Und das macht die Waffe durchaus in manchen Situationen extrem, ja, brauchbar, weil man halt bei der wirklich entscheiden kann, dieser 3-Schuss-Modus nutze ich persönlich nicht so häufig, aber wenn ich ihn mal brauche, ist der wirklich sehr gut. Ansonsten benutze ich halt persönlich halt immer Automodus und schieße halt so lange, wie ich brauche. Weil man kann auch hier, wenn man die Taste nur kurz drückt, auch Einzelschuss machen oder halt Dreifachschuss simulieren. Man muss halt nur gut mit der Waffe, also mit dem Trigger klarkommen, mit der Maustaste, dann geht auch alles im Automatikmodus. Aber dieser Dreifachschuss, der, ja, wenn man jetzt schnell agieren muss, hat vielleicht halt ab und zu mal Vorteile. Gibt es auf jeden Fall auch bei echten Waffen, da wurde der auch entsprechend nachempfunden. Ja, und der wurde halt hier bei der Waffe implementiert. Ein Feature, das diese Waffe halt nicht hat. Die hat dafür halt Beidhändigkeit. Ja, dann kommen wir zur nächsten Waffe, das ist die hier. Das ist die Heavy Machine Gun. Ja, es ist halt einfach ein Biest. Die zerlegt halt einfach alles. Und sie hat einen sehr, sehr witzigen, ja, ich sag jetzt mal Touch. Und zwar hat die halt primär, klassisch, ich lade mal ganz kurz den Gegner rein. Achso, No Target noch nicht aktiviert. Na? Schön auf die Möse. Perfekt. So, nein. Das da wollte ich. Also, hat hier sehr guten Schuss. Hat aber, wenn man jetzt in den Sekundär, den jetzt bin ich gerade komplett raus. Sekundärfeuer aktiviert. Dann verändert sich. Achso, Quatsch, nee, falsche Taste.
die Mutter verdrückt. Dann hat man jetzt Nägel, die man verschießt. Und das ist, ich weiß nicht, ob das als Fun sein sollte, also der Entwickler von der Mod, ob der einfach Spaß dabei hatte. Aber man kann hiermit, ja, Gegner an der Wand festpinnen. Also, wer künstlerisch begabt ist, wird diese Waffe lieben. Ich persönlich habe diesen Nagelmodus noch nie benutzt, sondern schieße halt einfach manuell. Kann man halt höchstens benutzen, um schöne Zielscheiben zu haben. Ja, nur nochmal so, wie gesagt, damit ihr es wisst. Ob dieser Modus stärker ist als der andere Modus, habe ich noch nicht probiert. Gefühlt nein. Man kann aber damit, wie gesagt, Gegner gut fixieren. So, nächste Waffe ist die Waffe, auf die möchte ich gar nicht so sehr eingehen, weil ich die persönlich noch nie aktiv benutzt habe. Nur so viel, wenn man einen Gegner hat, dann gräbt sich diese Waffe quasi durch den Boden zum Gegner. Tada! Diese Explosion jetzt gerade beim Gegner war übrigens Sekundärfeuer. Heißt also, wenn man Linksklick macht, dann geht die Waffe, bis sie ungefähr zum Ziel ankommt. Wenn man allerdings jetzt einen Gegner untergräbt, dann kann man halt mit dem Sekundärfeuer manuell sagen, bitte jetzt hochgehen. Ansonsten, viel mehr Funktion hat die Waffe nicht wirklich. Die anderen Modis habe ich noch seltener genutzt. Hiermit kann man Heftbomben machen. Autsch, das war nicht nett. Ja, gute Frage. Okay. Ja, wie gesagt, die Waffe habe ich selber noch nicht so aktiv genutzt. Von daher seid ihr da gerne frei, selber ein bisschen rumzuprobieren. Das hier ist die wohl vielseitig einsetzbarste Waffe. Und zwar ist das ein sogenannter Granatenwerfer. Mit sehr viel verschiedenen Granaten. Zum einen hat man, hier unten sieht man immer, was für ein Typ man geladen hat. Die klassische Impact, das ist praktisch einfach nur Sprengladung. Wenn man da irgendwo was hinschießt, ja, sekundär gibt es gar nicht und primär, habt ihr ja gesehen, sobald dieser Granate irgendwas berührt, vorzugsweise natürlich Gegner, nein, macht's bumm. Das ist aber bei weitem nicht alles, was sie kann, bei weitem nicht. Jetzt wechselt einfach mal den Modi, aha, Sticky. Sticky heißt in dem Moment nichts anderes als Haftbomben. Ich setze mir hier noch einen Gegner umholen. So, und wenn ich jetzt den Sekundärfeuer drücke, dann gehen alle gehafteten Waffen, ja gut, Vorzeigefehler, sie gehen auch nach einem Timeout hoch. Heißt also, wenn man sie ranheftet, haben sie halt auch einen Timeout, aber primär, hey, wo hängt die denn bitte? Interessant. Wenn man sekundär drückt, kann man sie halt manuell hochgehen lassen. Und wie gesagt, gerade bei Gegnern, versuche das mal nochmal. Ja, hier Gegner, zieh sie dran, geh weg und jetzt sekundär Sekundärfeuer. Boom. Na, ist also ein sehr schönes Spielzeug, wenn man jetzt eine Falle stellen möchte. Einfach ein paar hinsetzen und dann sagen, bitte alle vier mit einmal hochgehen. Na, ist schon fast wie Silvester. So. Der nächste Modus, ja, es gibt sehr viele, ist Napalm. Napalm ist, wie es schon sagt, Feuer. Das brennt gut. Erzeugt allerdings auch selber Schaden. Achso, ja, ich bin im God-Mode. Daher natürlich nicht. Nee, ich war nicht im God-Mode. Na nu? Ah doch, okay. Ich war gerade einfach nur nicht nah genug dran. Wie gesagt, macht gut Aua.
Ansonsten, ja, Sekundärfeuer hat die nicht, weil macht keinen Sinn. Es gibt halt nur einfach schießen, solange bis halt irgendwo raufkommt, wo es halt, ja, brennt, ne? So, nächstes ist dann Kyro. Das ist praktisch, ja, das kann man am ersten. Also wie Eis halt, ne? Also, man kann am besten an den Tier, an den Gegnern sehen, hier. Friert halt ein. Tada. Wichtig ist hierbei jedoch, wenn man Gegner hat, dann, nein, das da. Dann sind sie zwar eingefroren, sterben dabei aber nicht primär. Heißt also, na komm. Tada! Sie leben einfach weiter. Man kann sie aber damit gut aufhalten und sie dann halt manuell umbringen. Dafür ist es natürlich super schick. Außerdem ist das halt, wie gesagt, auch einfach ein Fun-Faktor. Also einfach zum Spaß. Ich meine, wer bringt zum Spaß nicht Tiere um? So, nächste ist dann praktisch Gift. Das, was auch diese Mancubus verschießen. Und auch hier ist wieder Gefahr, weil... Na, man sieht auch selber extrem viel Schaden. Ach du Scheiße. Oha. Jetzt stand ich gerade ganz schön lange drin. Ja, aber kriegt nämlich richtig heftig Schaden davon. Halleluja, ich sollte mal God Mode aktivieren. So. Nein, falsche Waffe. Nieder. So. Und dann ist man praktisch auch schon wieder am Anfang. Heißt also, geht wieder von vorne los. Heißt also, man hat 5 oder 6 verschiedene Waffen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Okay, also 5. Praktisch nochmal. Normal, Granate, dann, na komm, Haftbombe, die einzige, die auch Sekundärfeuer hat, und zwar den zum Zünden, dann einmal Feuer, Eis und einmal Säure. Das ist halt eine sehr vielseitig einsetzbare Waffe. So. Die nächste ist dann einfach nur ein Raketenwerfer. Die ist, ja, hat ein cooles Feature. Kann halt primär, schießt sie halt einfach, ne? Nichts Spektakuläres. Schießt allerdings wirklich immer perfekt geradeaus. Hat also, ja, die fällt praktisch nicht, also wird halt nicht geworfen, sondern die fliegt halt wirklich. Sekundär ist... ja, muss man praktisch immer die Taste etwas länger gedrückt halten. Ich halte jetzt mal ganz kurz gedrückt. Tada! Wer Übung hat, kann auch 2 abfeuern. Nein, erstmal nachladen bitte. Danke. Bam, jetzt haben wir 2 geschossen. Wenn man nur ganz kurz drückt, dann ist bei Sekundärfeuer einfach nur 1. Also das gleiche wie bei Primär, da hat man ja auch mal nur 1. Und wenn man halt ganz lange gedrückt hält, dann sind es halt beim Sekundär bis zu 3. Dann schießt sie automatisch. Egal, ob man dann losgelassen hat oder nicht. Halt also gedrückt halten und warten, bis der Gegner ran ist, geht da leider nicht, weil sobald man 3 geladen hat, schießt sie automatisch los. So. Das zu der. Sie hat allerdings auch noch einen anderen Modi. Und der ist geil. Man kann nämlich... die Waffe lenken. Und das praktisch habe ich das noch nicht genutzt, weil in der Regel greife ich die Gegner halt direkt an und jetzt nicht mit so einer Verfolgung. Aber einfach so zum Rumspielen macht das unglaublich viel Spaß. Und man kann auch ein bisschen die Engine schrotten. Achtung. Okay, so geht das nicht. Das habe ich mir vorgestellt. Gut, versuche ich mal in einem geschlossenen Raum. Aha, hier geht's. Man kann sie auch im Kreis fliegen lassen. Das ist allerdings ein Fehler von der Engine selber. Geht vor allen Dingen an Decken geht das sehr gut. Ja, inwieweit das jetzt Sinn macht im Gefecht, ist jedem selbst überlassen. Aber es ist halt ein sehr witziger Effekt. Ansonsten, sobald halt irgendwo an der Wand kommt, war's das. Ja,
Ansonsten, mehr hat die Waffe halt, ja, ich wollte jetzt gerade schon sagen, nicht drauf, aber es ist ja immerhin schon eine ganze Menge. Ich meine, so eine lasergesteuerte Waffe ist schon nice. Ja, damit kommen wir dann also auch so direkt zur nächsten. Und damit sind wir im Bereich der Plasmawaffen. Ganz klassisch, kennt jeder. Ne, jeder, der schon mal Doom gespielt hat, weiß, die verschießt Plasmakugeln. Bei dem Sekundärfeuer, da hatte so einen kleinen Sturmangriff. Witziger Texturfehler hier. So viel so abgeschnitten. Na gut. Sekundärfeuer ist ein bisschen Sturmangriff. Bam. Da gibt es ein bisschen Splash Damage. Na? Nice. Ist übrigens auch wieder eine Waffe, die man dual tragen kann. Okay, muss ich erstmal geben. Summon. Plasma. Was schreibe ich denn hier? Plasma. Sollen wir wieder mit Warped? Ja. Und schon kann man hier wieder links, links. Ja, quatsch nicht so viel. Und rechts, rechts. Oder halt beides gleichzeitig drücken. Übrigens, wenn man beide gleichzeitig drückt, hat man echt viel Wumms. Und vor allem die Nachladezeit, ist auch nicht so lang. Man kann also schon einigermaßen ordentlich hier mit Gegner zermetzeln. Solange man dann relativ gut an Plasma-Munition rankommt. Ansonsten der Nachfolger von der Waffe ist die nächste Waffe. Na? Arbeitet allerdings dafür nur mit Einzelschuss, also gedrückt halten geht hier nicht. Da wird einfach nur einmal geschossen und das war's. Also hier immer pro Kugel, die verschossen wird, einmal drücken. Wie man unten an der Anzeige sieht, verbraucht sie pro Schuss 2 Einheiten. Die ist allerdings dafür auch stärker. Sekundärfeuer ist auch Sturmangriff, sieht allerdings etwas anders aus. Tada! Und, wie man gesehen hat, bei der Waffe, bei der, ist Sekundärfeuer unbegrenzt. Ja, die schießt also, bis sie irgendwo an der Wand rankommt. Bei der Waffe ist das allerdings nur eine Nahkampfwaffe. Bap, löst sich einfach auf, ab einer gewissen Entfernung. Ist ungefähr bis hier gekommen, weiter nicht. Muss man wissen, ist also nah am Gegner dran steht. Ist dann allerdings auch sehr stark. Und auch diese Waffe kann man wieder dual benutzen. Doppelt M2 Plasma. So heißt die. Also, nur M2 Plasma. Das Doppelt ist einfach nur... Ist ja egal. So. Dann kann man sie auch doppelhändig tragen. Und wieder links. Und rechts. Und wie man gerade schon gemerkt hat, wenn man doppelseitig hat, das ist jetzt auch mit der gedrückten Maustaste. Einzelschuss ist möglich. Angenommen, man lädt nach. So. Einzelschuss ist möglich. Allerdings kann man jetzt auch gedrückt halten. Und dann hat die schon mächtig Power. So. Die nächste Waffe ist dann eine etwas stärkere Plasmawaffe. Die dann auch einen Sekundärfeuer hat. Sozusagen als Backup-Waffe. So. Dann hat die auch noch einen neuen Modus. Ist praktisch ein Vereisungsstrahl, sieht man hier schon, blau. Hat man wieder gleiche wie mit dem Granatenlauncher. Kann man Gegner einfrieren. So, da. So, ansonsten halt primär Feuer bei dem normalen Modus ist halt ganz normal. Ja. Ach so, ja, nee, Quatsch, ich schon wieder. Gerade ein bisschen falsch erklärt. Das ist so, dass man bei der hier halt Einzelschuss hat. Bam. Ach so, falsche Waffe, die hier. Hier hat man halt Einzelschuss. Und wenn man auf diesen Ray-Modus schaltet, dann hat man halt praktisch als Strahl. Hier ist auch wieder so abgeschnitten. Interessant. Na gut, okay.
Ja, dazu der Waffe, wie gesagt, die Plasmawaffen nutze ich persönlich nicht allzu sehr. Das hier ist praktisch der Nachfolger vom Nachfolger, also von der, was ich gerade gezeigt habe. Wie gesagt, die macht ganz viel Damage und sie hat auch als Sekundärfeuer eine Visierung. Und wie man sieht, ist die auch vom Gebrauch her sehr teuer. Pro Schuss 10 Einheiten. Heißt also mit einem Magazin 5 Schuss. So, nächste Waffe ist meine absolute Lieblingswaffe. Das ist der sogenannte Black Hole Generator. Heißt also auf Deutsch Schwarzes Loch Generator. Ist ein bisschen übertrieben der Name, aber passt schon. Und jetzt möchte ich euch mal was ganz Cooles zeigen. Die Waffe erzeugt praktisch... Ich zeig's mal hier hinten. Boom. Ein schwarzes Loch. Von dem kriegt man selber auch Schaden. Angenommen, man ist nicht im God-Mode. Ah, hat man gerade gesehen. Ist mich gerade gestorben. Was soll ich denn hier? So. Heißt also, der darf man nicht zu nahe kommen. Ansonsten wird man selber auch gegrillt. Aber die Waffe, wie gesagt, erzeugt ein schwarzes Loch, die alle in der Nähe befindlichen Gegnern mächtig viel Schaden abzieht und dabei auch blockiert. Die Gegner können also währenddessen selber nicht mehr angreifen. Und deswegen ist die Waffe extrem stark. So, mal aufladen hier alles. Und zwar mein absolutes Lieblingsszenario. Oh mein Gott, er will den Gott beschwören. Auch mit dem Gegner wird man hiermit fertig. Man braucht gerade mal 3 schwarze Löcher. Oh, es hätten sogar 2 gereicht. Und man sieht, 2 von diesen Schuss, also 2 Schuss von der Waffe, so rum, und man hat ein fucking Cyberdemon zerlegt. Und das macht die Waffe einfach ultra attraktiv. Ich meine, man braucht pro Schuss auch 100 Einheiten. Also die Waffe ist nicht gerade billig. Allerdings, wenn man komplett 600 Einheiten hat, kann man damit locker 3 Cyberdemon zerlegen. Also, nice. Hier hat man eine etwas abstraktere Waffe. Na, was das darstellen soll, kann ich nicht sagen. Es hat auf jeden Fall auch irgendwas mit Plasma zu tun. Sekundärfeuer ist praktisch Einzelschuss. Tada. Und wie gesagt, Primärfeuer ist halt dieser Strahl. Der auch gut Damage erzeugt. Nächste Waffe ist dann die BFG 10K. Also diese Big Fucking Gun 10.000. Ist der Nachfolger von... Wo ist die normale? Achso, die gibt es bei Project Brutality gar nicht mehr. Gut. Es gibt ja normalerweise diese weiße BFG, diese BFG 9K, also Big Fucking Gun 9000. Und das ist praktisch der Nachfolger davon, die 10.000er Variante. Und die hat auch wieder, ich gebe mal wieder ein bisschen Munition hier, dankeschön, verschiedene Betriebsmodis. Primär, also Sekundärfeuer hat die Einzelschuss und primär halt diesen klassischen BFG-Strahl. Und allerdings hat diese, irgendwas muss ja neu sein, sonst ist das keine Neuentwicklung. Jetzt mal abgesehen davon, dass die ein bisschen mehr Damage hat als die Originalvariante, hat diese auch noch 2 verschiedene Modis. Und zwar, Modi 1 ist praktisch ein Schutzschild. Wenn man jetzt Sekundär drückt, läuft man mit dem Schutzschild rum. Den können Gegner nicht mehr durchdringen. Heißt also, wenn jetzt man vom Gegner angeschossen wird, dann prallt die Munition oder die Energiekugel oder was auch immer die Gegner verschießen an diesem Schutzschild ab. Man kann diese Schutzfelder aber auch aufstellen. Dazu drückt man Sekundärfeuer. Wo bleibe ich hier hängen? Wo bin ich jetzt gerade hingeblieben? Gute Frage. Also wie gesagt, Sekundärfeuer kann man solche Schilder aufstellen. Die halten allerdings nicht unbegrenzt.
Sie geben relativ schnell den Geist auf. Sieht man gleich. Na komm. 20, 19, 18, deine Mutter, dein Vater, deine Schwester, die hoffentlich Single ist. Ja, die Schussschilder stehen jetzt nicht unter Beschuss, dementsprechend halt ein bisschen länger. Aha, dann ist schon der erste. Ja, siehste. Okay. Wenn diese Schutzschilder unter Beschuss stehen, halten die etwas kürzer. Je nachdem, wie stark der Beschuss ist. Wenn sie natürlich keinen Beschuss haben, wie man gerade gesehen hat, halten sie etwas länger. Während halt beim Primärfeuer praktisch unbegrenzt ist, solange bis halt unten alle Einheiten leer sind. Man sieht ja, die gehen relativ weit schnell nach unten. So, und als drittes Modi, das ist denn der rote Modi, gibt praktisch einen Laserstrahl. Wumm. Der hat auch mächtig Power. Sekundärfeuer ist praktisch einfach wieder Einzelschuss. Aber wie gesagt, Primärfeuer ist praktisch eine Ladung. Heißt also, je nachdem, wie lange man die Taste gedrückt hält, hopp, etwas leichter. Wenn man jetzt sehr lange gedrückt hält, wird es halt immer stärker. Ja. Und dann gibt es die Special-Waffen, die man von Monstern bekommt, wenn man sie umgebracht hat. Dazu zählen halt diese Revenants. Ja, Primärfeuer geht nicht. Das geht nur, wenn man Gegner hat. Dann hat man nämlich eine Zielverfolgung. Gerade günstig, wenn man Gegner hat, die sich sehr schnell bewegen. Ansonsten Sekundärfeuer ist praktisch einfach so rumschießen. Egal, ob da ein Gegner steht oder nicht. Wenn die Waffen allerdings rumfliegen und dabei an Gegner vorbeifliegen sollten, dann richten sie sich trotzdem automatisch auf die Gegner aus. Und dann hat man noch die Waffe, die man von Mancubus bekommt. Kann man praktisch genauso wie die Mancubus selber Feuerbälle verschießen. Und auch diese hat wieder ein Modi. Jetzt hat man praktisch die Säure. Weil Mancubus gibt es ja einmal als Flammenmonster und einmal als Feuermonster. Und hier kann man praktisch halt auch umstellen. Ob man selber Flamme verschießen möchte, also Feuer und Flamme sein möchte, oder ob man ätzend sein soll. Ja, und dann hat man hier noch die, ja, Gott, wie heißt die nochmal? Nicht Unwilling, Gott, wie heißt die denn? Bin ich gerade ein bisschen raus? Ja, auf jeden Fall ist das eine sehr spezielle Waffe, die bekommt man auch nicht so häufig. Die verschießt praktisch Demon-Energie. Heißt also, wenn man Monster tötet, bekommt man immer ein bisschen Monster-Energie. Und diese kann man mit der Waffe hier verschießen. Und auch die hat wieder verschiedene Modis. Das ist praktisch der Feuerangriff. Und dann gibt es noch, was auch immer das hier bedeuten soll. Letztendlich ist beides halt extrem stark. So. Sekundärfeuer hat man praktisch einfach nur einen etwas stärkeren, dafür etwas langsameren Angriff. Und das war's dann auch soweit. Ansonsten wieder die Spezialwaffe, die ich zuerst gezeigt hatte. Und dann geht's halt wieder von vorne los. Also man sieht schon, ich habe alleine für das Video fast eine Stunde gebraucht, um alle Waffen zu zeigen. Deswegen Project Brutality hat halt extrem viele Waffen. Und es gibt sogar noch mehr. Weil die Waffen haben nämlich auch noch Add-ons. Diese werde ich allerdings in einem extra Video zeigen, weil das dauert fast nochmal genauso lange. Von daher würde ich jetzt einfach sagen, das soll es erstmal hierfür gewesen sein. Bis dann.